Ja, da ist er auch schon. Pierre Seifer, der sportliche Leiter, Trainingsauftakt beim BFC Preußen. Wir sind live auf unserem neuen YouTube-Kanal. Begrüße, ich habe es eben schon angedeutet, Pierre Seifert. Ja, Pierre, wie sieht's aus? Du hattest eine Ansprache gemacht mit den Jungs. Thomas Häßler, Weltmeister, Torben Marx, Ex-Hertha BSC-Spieler, alle sind da, haben die Jungs eingewiesen. Plus 7 Neuzugänge heute, alle dabei. Hätte keiner für möglich gehalten an der Urlaubszeit. Wie sieht's aus? Was habt ihr den Jungs gesagt beim ersten Training? Erstmal hallo an alle hier. Frank, an dich natürlich auch. Herzlich willkommen bei uns. Du bist ja jetzt auch bei uns. Müssen wir mal allen Leuten sagen, dass du hier bei uns jetzt bist. Und bin mega stolz, auch dich hierher geholt zu haben. Und die Mannschaft natürlich sind wir richtig glücklich, dass wir wirklich gute Verstärkung hier zu uns lotsen konnten. Und ja, du hast es gesagt, 7. Ich glaube, es sind 9, aber einer fehlt sogar noch. Aber ich glaube, wir haben hier einen sehr guten Kader für den Weltmeister und den Bundesligaspieler und Vince nicht zu vergessen, als dritten Trainer hier zusammengestellt. So, ich stelle die Kamera noch mal ein bisschen an. Ja, zu den Neuzugängen würde ich gerne etwas sagen wollen. Es gibt ja 2, die heute verkündet wurden. Im Moment ist es noch nicht online. Ja. Du hast das Erstrecht, unseren Usern, unseren Fans mitteilen zu können. Wer hat heute den Vertrag beim neuen Berlin-Ligisten BFC Preußen unterschrieben? Also es ist zum einen Mili Hortum von Hertha 03. Da bin ich sehr stolz, dass er zu uns gekommen ist. Es war wirklich eine lange Verhandlung und hat sehr, sehr lange gedauert. Nichtsdestotrotz habe ich ihn überzeugen können, hier bei Preußen das Projekt anzugehen. Ja, und ich bin stolz, ihn hierher geholt zu haben, weil ich glaube, dass er uns als Spielmacher wahnsinnig weiterbringen wird. Und ja, er hat ja seine Qualität bei Hertha 03 schon bewiesen und auch bei anderen Vereinen. Und ich glaube, dass seine Reise hier bei uns noch schön und weit gehen wird. Ich zeige das Training parallel. Gerne. Wir haben natürlich hier noch nichts Taktisches, was für andere Gegner interessant sein könnte. Dann gibt es den nächsten Neuzugang. Ja, dann haben wir mit Sebastian Hucke natürlich einen Stürmer verpflichtet. Das war ja unser Ziel, noch einen Stürmer zu verpflichten. Und mit Sebastian Hucke haben wir hier wirklich einen exzellenten Stürmer, der bewiesen hat, wo das Tor steht. Letztes Jahr haben wir 101 Tore geschossen und unser bester Spieler war Joris Möller mit 18. Das sagt alles. Uns hat vorne im Prinzip so der überragende Knipser gespielt. Der eine hat 38 und in der anderen Staffel 30 Tore. Hammer. Haben wir nicht. Wir sind in der Breite sehr gut. Ich glaube, mit Sebastian wird unser Spiel noch besser und noch breiter und noch gefährlicher vorne. Und ich erwarte mir da sehr, sehr viel von. Ich schwenke mal ein bisschen um, damit unsere Fans auch sehen können. Hier ist der Weltmeister Thomas Häßler. Zweimal aufgestiegen. Oder zum dritten Mal mittlerweile mit Serbia, das habe ich ja noch miterlebt. Er ist mit Berlin United aufgestiegen, glaube ich. Stimmt, Ex-Serbia, genau. Club Italia, da habe ich es natürlich jetzt. Und durfte leider die Berlin-Liga nie erleben. Und da haben wir ihn. Jetzt darf er endlich mal die Berlin-Liga erleben mit einer hoffentlich klasse Truppe, Und schauen wir mal. Dann mit Berlin United, dann jetzt mit euch. Die beiden Neuzugänge haben wir jetzt durch. Dann gab es die Verpflichtung von Christoph Menz. Richtig. Da hat die ganze Berliner Fußballwelt aufgehorcht. Ja, so ein gestandener Ex-Zweitligaspieler, der aus der dritten Liga kommt für den BFC Preußen. Das ist schon der Hammer, ne? Ja, ich muss sagen, ich habe mit Christoph lange gesprochen, viele Gespräche geführt. Er ist ein Top-Spieler für uns, dass wir den hierher holen konnten. Wirklich Wahnsinn. Aber ich muss auch sagen, das ist nicht nur, was er fußballerisch kann. Er wird uns auch mit seiner Erfahrung wahnsinnig weiterhelfen. Und ich glaube, das ist viel, viel wichtiger. Seine Erfahrung hier, wir haben noch ein paar Junge dabei, mit seiner Erfahrung, dass er uns hier weiterbringt. Dann haben wir Aurelio Wanze, der heute nicht dabei ist. Ja, der ist noch, Geli ist noch 2 Tage in Frankfurt beruflich. Und der wird uns natürlich auch weiterhelfen, gar keine Frage, von Blau-Weiß. Hat auch bei United, glaube ich, sogar schon gespielt und der wird uns auf jeden Fall weiterhelfen. Pascal Jas, Wir haben natürlich versucht, wir haben natürlich auch ein paar Abgänge, zu denen können wir vielleicht auch mal was sagen, weil wir haben natürlich mit Pascal Wedemann im Zentrum eingeholt, weil da 2 Spieler raus sind. Und ich glaube, dass Pascal genau der Richtige. Er bringt auch mega Erfahrung mit. Er ist noch gar nicht so alt. Ja, und ich glaube, er wird uns richtig weiterhelfen. Jan Lachschnitt. Ich hoffe, ich habe ihn Jan Lachschnitt. Lachschnitt, da habe ich immer Probleme. Mit dem Jungen von Mecklenburg-Schwerin. Außenstürmer, ne? Nee, Verteidiger. Verteidiger, sorry. Hat eine richtig gute Saison gespielt bei Schwerin. Stammspieler. Ist immer da, wo es weh tut, ist er. Ja, und ich muss sagen, super. Wir haben ja da auch auf der Position einen verloren. Mhm. Und das haben wir gut kompensieren können.
Julian Loder. Ja, Julian. Regionalligaspieler, ausgestiegen zur Rückrunde bei SV Tasmania. Aus familiären Gründen hat man gehört. Der steigt jetzt wieder richtig ein hier bei uns. Ja, also Julian Loder, über seine Erfahrungen, da hoffe ich mir sehr, sehr viel Ruhe hinten in der Abwehr, ganz klar. Weil Julian wirklich die Erfahrung mitbringt und auch richtig Bock hat, hier bei uns zu spielen. Die Gespräche, die ich mit ihm geführt habe, waren wirklich sehr gut. Ja. Mhm. Und es ist nicht einfach so, dass hier ein 33- oder ein 32-Jähriger herkommt und sagt, ich möchte hier nochmal bei Preußen, ich sage es jetzt einfach mal, das Wort abgreifen. Nein, der geht mit uns die Philosophie mit. Wir haben ihn geholt, weil er in der Jugend haben wir mit Jonas, in der Abwehr haben wir mit Jonas Becker einen jungen Spieler, der viele Spiele gemacht hat. Mhm. Aber wir brauchen hinten Erfahrung, weil wenn man unsere Statistik sich anguckt, haben wir sehr viele Standardtore geschluckt. Und das ist halt der Vorteil, den wir jetzt haben mit Loder und mit Christoph Menz, hinten natürlich stabiler zu stehen, ganz klar. Habe ich jetzt noch jemanden vergessen? Ja, du hast natürlich die beiden Spieler von Südwest vergessen. Ja, auch da, sehr, sehr interessant. Die sind so ein bisschen undercover hier reingekommen. Nein, nein, auch nicht. Die haben wir lange beobachtet. Ryan Schaffra, ein Mega-Fußballer, mega. Ich glaube, da werden wir noch richtig Spaß mit haben und da werden unsere Trainer sich richtig freuen. Und auch mit Richie von Südwest werden wir auch richtig Spaß haben. Er ist ein Kanten, also an dem musst du erstmal vorbeikommen. Ich glaube, wir haben uns wahnsinnig gut verstärkt. Und schauen wir mal, wir haben ja auch noch gute alte Spieler da. Und ja, okay. Ja. Dann haben wir natürlich im Tor, darfst du auch nicht vergessen, einen 18-jährigen Finn Rabega von Tennis Borussia noch geholt als Zusatz zu unserem Torwartteam. Der kann auch noch A-Jung spielen. Da hoffen wir uns natürlich auch etwas, ja. Weil gerade die Jungspieler zu Preußen zu holen, ist für uns das Aushängeschild. Da funktioniert euer Scouting-System? Das funktioniert super. Spieler aus der Landesliga zu holen, die man gar nicht so auf dem Schirm hat. Wer macht das bei euch? Na, da haben wir den Osan. Der möchte immer nicht so gerne genannt werden, aber Osan macht das wirklich mega. Ich muss ja jetzt bei uns sagen. Nein, ne? Genau. Osan macht das wirklich sehr gut. Der analysiert auch die Mannschaften recht gut. Und daher kriegen wir natürlich auch die Inputs, wo sind die guten Spieler auf den anderen Seiten. Ja. Mhm. Ja, dann kommen wir noch mal zu den Vorbereitungsspielen. Jetzt geht's los, HWB Cup gegen Sparta am Sonntag. Genau, Sparta. Um 13.30 Uhr? Nee, um 13 Uhr, glaube ich. 13, 14, 15 ist es, glaube ich. Aber es steht überall drin. Ich glaube, 12 ist das erste Spiel. Oder ist 13 Uhr das erste Spiel, 14, 15? Ich weiß jetzt die Zeiten nicht, aber ich glaube, wir spielen um 13 Uhr. Okay. Gegen Sparta, genau. Mhm. Ja, Sparta ist natürlich weiter als wir, gar keine Frage. Die sind schon eine Woche länger im Saft. Okay. Die haben schon zwei Spiele hinter sich. Mhm. Ist unser erstes Spiel. Gucken wir mal, wie es ausgeht. Aber das ist ja gar nicht der Maßstab. Wichtig ist, dass die Mannschaft sich zusammenfindet in den Spielen und schaut, dass wir eine gute Truppe am ersten Spieltag auf den Platz kriegen, am 12.8. Und dann gibt es ja noch die Testspiele, die wir auch veröffentlicht haben auf unserer Facebook-Seite, weil unsere Homepage noch nicht online ist. Kommt aber alles. Möchtest du mal noch mal gerne was zu diesem neuen Konzept sagen auf eurem Gelände hier? Nein, mit dem YouTuber oder ist nein, das für dich nicht nein, so nein, wir hatten wichtig? Nein, wir hatten heute ein ganz nettes Gespräch mit dem Elias und mit seinem Management. Muss ich sagen, muss ich echt sagen, sehr nette Leute. Und da baut sich was auf und wir begleiten sie auf dem Weg. Und ich denke, das ist eine tolle Sache. Ja, ich glaube, sie kamen hier ein neues Zuhause, also erstmal ein Zuhause, wo sie anfangen können. Und ich denke, die Reise von den Jungs, weil die wirklich sehr schlau sind und sehr, sehr zielstrebig, wird sehr, sehr weit gehen. Wir wollen jetzt heute noch nicht über Ziele reden, das ist alles noch viel zu früh. Bezüglich des Personals, ist da noch was zu erwarten? Nein, also ich glaube, wir haben jetzt mit den Abgängen, ich wollte zu den Abgängen noch was sagen, Frank, ich glaube, das ist auch wichtig, mal sollte die mal erwähnen. Die Neuzugänge, ich glaube, nein, wir wollen jetzt keinen neuen mehr haben. Brauchen wir auch gar nicht, weil wir sind wirklich sehr gut besetzt. Ja. Mhm. Wir haben jetzt alles, also unsere Bank ist endlich mal stark, wo du sagen kannst, du kannst mal zwei reinnehmen und zwei raus. Ich glaube, das ist ja das Wichtigste für alle Trainer der Welt, wenn sie sagen können, ich habe auf der Bank noch zwei, drei Spieler, die ich bringen kann und da passiert noch mal vorne was oder hinten. Stört dich das jetzt schon, wenn viele Experten im Berliner Fußball sagen, der BFC Preußen ist Top-Favorit für den Aufstieg in die Oberliga? Nein, Top-Favorit würde ich jetzt nicht sagen. Mich stört es nicht, weil dann haben die Leute Ahnung. Wir haben uns gut verstärkt, aber ob es nachher reicht, ja, das ist ja nachher wieder eine Quäntchen-Glückssache. Natürlich sind da andere Mannschaften wie Füchse, Sparta, Frohnau, BSC. Die machen genau die gleichen Aufgaben wie wir. Die versuchen ihren Kader genauso gut zu bestücken. Und am Ende ist es nachher Quäntchen Glück. Das Glück muss man sich erarbeiten und ich hoffe, dieses Quäntchen Glück erarbeiten wir uns. Ja? Und gucken wir einfach mal, wo die Reise hingeht. Wir wollen auf jeden Fall eine richtig interessante Saison spielen und ich glaube, mit dem Kader kriegen wir das auf jeden Fall hin. Pierre, vielen Dank.
Können wir noch über die Abgänge? Die Abgänge, ja. Die das Abgänge, war dir sehr wichtig. Ja, weil mir es wirklich wichtig ist. Ja? Weil Nico Hertha hat uns wirklich im Relegationsspiel und im letzten Jahr, für den tut es mir echt leid, weil dieser Junge möchte gerne eine Auszeit nehmen. Er hat sich beruflich verändert und den hätte ich wirklich gerne behalten. Denn Moritz Mocki Fikric, den hätte ich auch gerne, behalten. Der hat sich für uns immer eingesetzt, ja. Mhm. Hat dann leider nicht gepasst mit seinem Beruf. Er ist kaum zum Training gekommen. Aber ich wünsche Mocki natürlich alles Gute. Bei Neuruppin habe ich jetzt gelesen, da geht er hin. Dann haben wir natürlich mit Luka Lovak einen, der zum TSV Mariendorf geht. Dem wünsche ich auch alles Gute, weil der hat sich ja auch immer im Dienste der Mannschaft getan. 100% Trainingsbeteiligung, da kannst du eigentlich als Trainer nur sagen Vorbild, ja. Mhm. Und ja, wen haben wir denn noch als Abgänger? Um Gottes Willen, jetzt nicht, dass ich irgendeinen sage. Das ist ein trauriger Abgang eigentlich. Der Dado Misimovic hat sich jetzt doch entschlossen zu wechseln in der Verteidigung. Ist schade, ich hätte ihn gerne bei uns behalten, weil es einfach ein guter Junge ist. Siehst du, jetzt habe ich dir schon 4 aufgezählt. Am Ende gehen noch viele. Alex Hesen zum Beispiel, die gehen alle. Zweite mitgehen mit Rommel. Ja, Rommel fehlt der Mannschaft natürlich auch. Aber in der zweiten wird er sich was Gutes aufbauen. Und ich glaube, unsere zweite Mannschaft ist, glaube ich, sehr stark nächstes Jahr. Pia, dann bedanke ich mich ganz herzlich. Wir werden uns ja öfter sehen jetzt. Freuen uns auf den Saisonstart am 12. August. Genau. In der SC Charlottenburg hier um 18 Uhr. Das wird ein schönes Spiel. Und wir werden natürlich jetzt in Kürze öfter live gehen und miteinander reden. Dankeschön, ja? Sehr gerne. Ja, das war Pia Seifert, der sportliche Leiter zum Trainingsauftakt hier beim BFC Preußen. Wir werden jetzt diesen Stream beenden und uns dann über Facebook nochmal melden.